Whee! Let's go, boys! Die Sable-Jungs schaffen das hier wahrscheinlich. Nachricht von Doc. Parker, ich wollte Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Mir schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte. Das klingt gar nicht gut. Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Er klingt schon langsam verrückt. Hui! Nein, ich muss noch eine Tasche Diebe. Coole Karre. Mist, der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Yay, wieder eine Mission mit MJ. Yay, wieder schleichen. Yay. Nicht wahr, komm, ich hab recht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe, oder? Ja. Cool. Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Grand Central. Aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Sieht hier die Bildschirme an, okay. Von Kratzern bis zu Schusswunden. Oscorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das Tausendfache. Wir retten nicht nur Ihr Budget, wir retten Leben. Bitte lassen Sie Ihre Kinder zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. Okay. Muss ich mir alle Bildschirme angucken? Also alle? Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit Oscorps Cerberus-Schlüssel, dem weltweit einzigen unüberwindbaren Verschlüsselungsalgorithmus. Okay. Darf ich mal kurz? Danke. Oscorps revolutionäre medizinische Evakuierungsdrohne, kurz MED, bietet sofortige Notfallhilfe, sogar in den gefährlichsten Gebieten der Welt. Ist der Green Goblin nicht auf so ein Ding geritten oder so? Also geritten ist auch, er stand da drauf, okay, er hat es nicht geritten im... Okay, ich lasse es einfach. Lass ich kurz durch, dankeschön. Kenn ich schon. Langweilig. Ja, welche Bildschirme denn? Ich hab noch schon alle angeguckt, oder nicht? Ja, ja, wir retten Leben. Das kenn ich auch schon. Das kenn ich auch schon. Das ist ja unglaublich. Ich will ein Foto. Auch wenn man nichts drauf sieht. Ibims unsichtbar. Und los. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Moi.
Bürgermeister Osborns Büro? Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. MJ, bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Er gibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Naja, Drohnen? Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Jetzt beruhigt euch doch. Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja. Wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay. Ich bin bereit. Achtung! Lass es immer! Ich kann mich nicht bewegen. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Gut. Komm. Weiter. Da-dum. Da-dum. Ich gebe mich Dankeschön. Nicht kampflos geschlagen. Shang Dong, Moment! MJ, was beruhigen wir uns alle erstmal. Ding! Burbani, ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst lasst ihn gehen. Lee先生, 跟其他人分开，黎先生马上就到。 Bewegung. Naja, ich bin schon auf dem Weg. Sie dürfen mich nicht sehen. Ups. Na los, komm jetzt hier runter. Hier. Yeah. Ach Mann, Alter, bist du... Ist auch zeitverwendete Scheiße. Ich werd auch nicht jünger. Wenn ich so rumschleichen würde, ich hätte sowas von mit dem Rücken, ne? Oh oh. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon, komm schon. Fast geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Bring wir dich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hol ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Guck mal, das neue iPhone liegt hier. Ist doch cool, sie sind oder? Sehr gut. Schnapp ihn dir. Cool.
Cool. Pack ihn! Spider-Man hat gerade ein Stumm Gewehr in der Hand gehabt. Und er ist weg. Okay. Interessantes Spiel. Wie viele Kinder haben wir denn hier? Ah, viele. Ich verstehe schon. Versuch diese Gruppe zu trennen. Ich versuche mal, sie zu trennen. Versuch mal, diese Gruppe zu trennen. Ich versuche, sie zu trennen. Ah, ist klar. So, wenn er weg ist, kann er ihn holen. Danach kann er ihn holen. Los! Hui. Jetzt kommt er her. Und dann kann Spider-Man ihn angreifen. MJ, wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Ja, kann er ihn mal bitte... Schalt ihn aus! Wey! Und weg ist er. Verschlüsseln Sie Ihre Daten mit Oscorps Cerberus-Schlüssel. Schalt ihn aus! Weltweit einzigen unverwindbaren Verschlüsselungsalgorithmus. Total unauffällig. Kann ich ihn nicht irgendwie wegholen oder so? Okay. Ah, jetzt geht's. Und tschüss! So... Könntest du bitte ihn da wegholen? Er nervt mich da so ein bisschen. Ich meine, es blinkt, Alter. Warum sieht er das nicht, wenn ich das Ding schon werfe, Alter? Ich meine, come on. Ach, da ist auch noch einer. Deswegen kann ich das... Ah. I get it. Muss an ihm vorbei. Bin bereit. Orange hat schon wieder mal. Los! Startet den Timer. Nutzt die Chance. Okay. Ich wusste gar nicht, dass MJ Expertin ist. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Entschärfen angeht. Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Na los, kann ich jetzt bitte? Ja, das Kabel hier. Hä? Trenn die Kabel von der Batterie. Oh, so ein Chaos. Kann nichts machen? Wie soll ich die Kabel trennen? Was ist das Kabel hier? Ach so, oh. So muss ich. Okay, erst das Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Okay. Ah, hab's gesehen. Was ist das hier? Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Also beeil dich. Okay, jetzt das rote. Geschafft. Gut gemacht. Wow. Ja. Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? MLG okay, Boys. Ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Alles klar. Hey, ich wollte ihn gerade. Hi Droni, was geht ab? So. Baben, Antoine. Ach, ihn kann ich wegmachen. Das ist gut. Jetzt wieder auf nach oben.
Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Ihn kann ich nicht angreifen, okay. Oder jetzt, glaube ich, ne? Nein, immer noch nicht. Jesus. Ach, ihn hinten aber. Nein, nein, nicht. Jetzt sind wir sauber, okay, gut. Ist er sauber? Gut. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Weil er es kann, wahrscheinlich. Greif ihn an, Mann! Ich kann... Hat er seine Waffe gerade einen Beat rausgehauen? So. Okay. Ah, hier ist auch noch eine. Hab ich gar nicht gesehen. Gut, gut. Ist noch irgendwo eine? Also okay. Kann ich hier irgendwo hin? Ich könnte ihn aber ausschalten. Dafür müsste ich nur irgendwie in diese Richtung kommen. Was soll's kommen? Machen wir mal kurz den hier. Bäm. So, jetzt können wir wieder hier irgendwo hin. Ey. Ich würde gerne dahin. Dankeschön. So, und schon waren es noch drei Gegner, ne? Ach ne, da ist noch einer, okay. Müssen wir kurz wieder zurück. Gute Nacht. So, vier Gegner sind da unten noch. Warte mal, hatte ich nicht irgendwie... Ach genau. Oder, warte mal. Stolpermine. Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. So, dafür brauche ich jetzt das Ding, um ihn jetzt hier... Leute, alle mir nach! Okay. Ich frage mich, wie sie mich gerade gesehen haben. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache sollten wir beiden reden. Ja, sollten wir. Aber zuerst... Mit MJ muss ich erstmal seinen Leuten in den Arsch treten. Was mich heute wohl erwischt hat? Wow. Das war knapp. Das ist der Matsch. Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Ach, da kommen die ganzen Soldaten her. Okay, interessant. Was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Ha, aber sowas bauen die heute gar nicht mehr. Früher waren die Keller in New York einfach tiefer. Ach, hier ist er. Ah. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende. Hui. Das war ein cooler Move. Lees Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Naja, ich bin schon auf dem Weg. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Endlich. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Tun Sie das! Ich begleiche eine Schuld.
interessant. Cooler Anzug auf jeden Fall. Ich bleib wohl besser auf Distanz. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Alter! Schnell jetzt, bevor er sich erholt. Wow, wow, wow! Okay. Ach du Scheiße! Muss an die Decke! Er wird wohl langsam müde. Alter, wie... Er ist verletzt. Okay, ich muss auf Abstand. Oh Gott! Ey, ich weiß nicht, was er macht, Mann. Eine Chance. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Das war ein cooler Move. Ach stimmt. Okay, ich glaube, ich weiß hier. Ja, ich habe es rausgefunden, worauf ich achten muss. Jetzt muss ich so genau. Wieder hoch. Muss ich wieder so, genau. Jetzt verpasse ich ein paar Schläge. Jetzt muss ich wieder weg. Oder muss los. Wow. Nein, ah, zu früh. Nicht am Grenze, dass du so lange brauchst zum Aufladen, Bro. Wow. Ich will... Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Also will er mir erzählen, dass das nicht wehtut? Keine Bremsen? Kein Problem. Den erinnert mich so ein bisschen an Spider-Man 2. Das hat letztes Mal funktioniert. Yuri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, das ist noch ein von das Gewehr. Wieso? Ich im Ernst, oder? Nächster Halt, Knast. Dass das funktioniert hat, what the fuck? Ich meine, die hätten auch Bauarbeiter sein können. Ich meine ja nur, die wären dann... Überlebst du das, wenn ein Zug durch ein Boot geschossen kommt? Ich meine, ich habe sowas in Real Life noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das tötet einen. Besonders, wenn der Zug dann auf einen drauf fällt oder das Ding einen voll erwischt.